Herzlich willkommen zurück bei Witcher 3. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir befinden uns sondern in Kaer Morhen. Endlich mal wieder diese wunderbaren Aussicht auf die Berge, auf alles außenrum. Und wollten Yennefer helfen, beziehungsweise sie fragen, was sie denn braucht, um ihr Megaskop zu reparieren. Jetzt müssen wir erstmal rausfinden, wo sich die gute alte Yen denn rumtreibt. Irgendwo hier drin wird sie schon sein. Ach, ich finde es schön, dass wir jetzt wieder hier sind. Lampard und Eskel sind hier angeblich auch irgendwo, aber ich will jetzt erstmal mit Yennefer reden. Wir müssen eigentlich an sich... Ja, ich lagere mal die Katzenausrüstung hier rein. An sich müssten wir auch mal... unser Inventar entleeren, aber ich komme irgendwie die ganze Zeit nicht dazu, weil wir vom einen ins andere stolpern. Hier ist Lampard. Verdammt. Können wir mit Lampard hier jetzt eigentlich über... die Quest reden? Also über die er hat? Komm, wir probieren es einfach mal. Was ist das? Brauchst du Tränke? Nein, Schnaps. Aus Kartoffelschalen. Für meine Willkommensfeier? Wohl eher für meine Abschiedsfeier. Noch nicht gehört? Die Frau Zauberin möchte, dass ich das Phylakterium mit der Kraft des Kreises der Elemente verstärke. Sie sagt, es sei notwendig, um den Fluch zu brechen, der auf dieser Monstrosität liegt. Okay. Du klingst nicht sehr begeistert, diese Monstrosität könnte Ciri sein. Ja, dann sagen wir ihm das doch mal. Ich weiß nicht, ob das du ihm bewusst ist. Schon, dass diese Monstrosität Ciri sein könnte? Ja, hab davon gehört. Wie wäre es mit ein bisschen Mitgefühl? Ich nenne die Dinge beim Namen. So bin ich nun mal. Okay. Ja, okay, ich will mich nicht streiten. Weißt du was? Ist egal. Ich will mich nicht streiten. Genau. Keine Zeit zu verlieren. Die Monstrosität wartet. Lambert. Oh, Entschuldigung. Die eventuelle Cirilla. Du klingst nicht sehr begeistert. Du klingst nicht sonderlich begeistert. Bin ich auch nicht. Der Weg zum Kreis ist keinesfalls ein Spaziergang. Lass mich mit dir gehen. Mit dem berühmten weißen Wolf wäre ich umso leichtfüßiger. Also, bereit? Was? Wollen wir jetzt gleich los? Ich wollte eigentlich mit... Yennefer reden. Naja, wenn wir schon dabei sind, dann brechen wir auf. Kein Grund zum Trödeln. Lass uns gehen. Oh, ich wollte noch sagen, wir können nicht über die Berge gehen. Seit dem Felsrutsch letztes Frühjahr ist der Pfad versperrt. Nähern wir uns also von der Seeseite, wie bei der Prüfung des Medaillons? Genau. Erinnerst du dich an den Weg? Wie könnte ich den je vergessen? Derjenige, der mit seinem Medaillon zurückkehrt, erweist sich als würdig und kann auf den Pfad aufbrechen. Hat Wesemir je gehört, wie du ihm nachäffst? Ja, der alte Mann findet das nicht witzig. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass er das nicht witzig findet. Wo müssen wir denn lang? Hier, durch die Mauer, oder was? Savolas Durchbruch. Wurde der immer noch nicht gepflegt? Wesemir würde gerne, mich stört's aber nicht. Niemand wird eine Belagerung starten. Und ich habe eine Abkürzung zum Teich. Hätten die Schläger der Salamandra mal ein paar mehr Löcher in unsere Mauern gehauen. Oder diese Ruine in einen kompletten Trümmerhaufen verwandelt. Ist aus dem Einser, oder was? Wo die durchgebrochen sind? Das ist ja lustig, dass dazu eine Referenz ist. Und da unten ist der See. Alter, gebt euch diese Aussicht. Also, schwimmen wir über den Teich? Nein, ich habe hier ein Boot verteut. Zum Fischen. Hätte nicht gedacht, dass du aufs Fischen stehst. Ich lass Bomben ins Wasser fallen und sammle ein, was an die Oberfläche treibt. Das ist ein guter Plan. Jetzt ergibt das Sinn. So einen kleinen Landschaftsausflug mit Lampard. Das ist auch so geil, wie er null auf seine Quests eingeht, die wir eigentlich noch bei ihm haben. Und uns gar nicht fragt, hast du was rausgefunden wegen Hammond? Beziehungsweise wegen dieser Crew? Ich weiß gar nicht mehr, wie heißt nochmal der Anführer, den wir da eigentlich suchen. Aber egal. Anscheinend müssen wir da dann wirklich erst in einem Gasthaus treffen. Oh, sind das Harpien? Das sind wohl Harpien, ja. Hopp, Lambert, streng dich mal ein bisschen an. Jetzt zeig mir mal, wie skillig du als Hexer so bist. Lambert, du machst gar nichts.
Möchte ich ja nur mal gesagt haben. Oh, dieser wird schnell aufgestanden. Sieh einer an, ich bin beeindruckt. Wo hast du diese Tricks gelernt? Das ist eine Kunst. Ich habe sie von einem Meister in Serikanien gelernt. Bla bla. Erzähl das deiner nächsten Zauberin. Hopp, einfach da hoch. Also Lambert, lass uns weitergehen. Diese Harpien sind auch ein bisschen blöd. Ich meine, wenn man sich so nah an so einer Hexerzuflucht rumtreibt, oder? Das ist nicht gerade das Hellste. Aber immer, diese Monster sind ja nicht bekannt dafür, besonders intelligent zu sein. Intelligent. Ich kann schon wieder mal nicht mehr reden. Da kommt nur Scheiße bei raus. Kommst du mit Wesemir wieder besser klar? Scheint so. Der Alte hält keine Moralpredigten mehr und ich versuche ihn nicht zu oft zu verärgern. Mhm. Klappt das? Mehr oder weniger. Aber die Festung ist groß genug. Wir gehen uns aus dem Weg. Ah gut, wir haben einen Quick-Travel-Punkt. Das ist schon mal ganz angenehm. Das heißt, wir müssen da nicht nochmal hochatzeln. So, wo willst du denn jetzt hin, Lambert? Was machen wir hier? Verdammt! Hab's genau hier vertreut. Ich schwör's. Das Seil war bestimmt lose. Echt? Und ich dachte, das Boot hätte sich selbst für einen kleinen Ausflug losgebunden. Oh Mist, in diesem Nebel werden wir nie... Gab's hier einen Sturm, bevor ich ankam? Ja, vor 5 Tagen. Der Wind hat das Segel erfasst, das Boot vom Anleger gezogen und dann ist es in die Büsche getrieben. Wolltest du mich gerade ins Wasser schubsen? Ich glaub, du spinnst. Schauen wir mal, was noch in dem Haus ist. Okay, nichts. Aber hier haben wir noch was. Das sind diese scheiß Holzdinger hier im Weg, ey. Lambert, wo bist du? Du rennst hier einfach mal schon voraus. Blutmoos, das haben wir in letzter Zeit auch ziemlich oft gefunden. Der Trunk eine Leiche. Was? Wer immer die verstümmelt hat, ein Mensch war es nicht. Eine neue Quest, Monsterschlechter? Ich wollte hier gerade einfach nur Pflanzen aufnehmen und krieg eine neue Quest. Was ich mich gerade frage. Okay, die. Das ist. Und zwar haben wir doch diesen. Oh, wie hieß er nochmal? Lito? Den haben wir doch nach Kermorin geschickt. Alter, Leute! Verpisst euch einfach! Es wäre auch so geil, wenn Lambert einfach mal was zum Kampfgeschehen beitragen würde, aber er macht halt einfach gar nichts. Das ist echt geil. Guck mal, wo der rumrennt. Und dann steht er da hinten und will irgendwas blocken, obwohl da keine Sau ist. Und damit hat er Lambert gemeint übrigens. Ein Wasserweib. Was? Das hat uns gerade noch gefehlt. Ja, stimmt, weil Wasserweiber ja auch so anstrengend sind. Das hat uns gerade noch gefehlt. Du hast wieder mal erfolgreich nichts also zum gut. Kampf beigetragen. Der Höhleneingang ist gegenüber. Siehst du ihn? Über nee. Den Teich fahren, durch die Höhle, auf den Trollenkopf steigen und wir sind da. Klingt jetzt nicht mehr wie eine Tortur, oder? Nein. Hab aber trotzdem Gänsehaut. Du weißt, dass es nur 2 Jungs aus meiner Gruppe geschafft haben? Ihr seid doch damals direkt in Speerspitzes Arme gerannt, oder? In wen seine Arme? Nagt das immer noch an dir? Nagen? Nein. Bin aber stocksauer. Was zum Teufel sollte die Prüfung? Die meisten, die vom Kreis der Elemente zurückkamen, starben innerhalb 1 Jahres in einem Sumpf auf der Jagd nach Ertrunkenen für 30 Kronen pro Kopf. Warum also das Ganze? Musst du Wesemir fragen. Habe ich. Mehrmals. Glaub mir. Ist wohl nicht mehr so gut gelaunt, der. Los geht's. Gute Mann. Dann gut, machen wir uns mal auf den aber Weg. Aber ich nehme das Ruder. Weil? Weil es mein Boot ist. Darüber wird nicht diskutiert. Alles klar. Ich würde noch gerne schnell looten. Mit guten Kollegen hier. So. Boah, ich würde es so gerne. Es wäre so schön, wenn man hier einfach so im Laufen
wenn man in so einem Tempo laufen würde, dass man einfach vorbeiläuft und das looten könnte. Das wäre toll. Jetzt repariere ich nochmal schnell mein Schwert. Rüstung, Waffen, Rüstung. Ist das hier Waffen? Ja. Zack. Okay. Ich komme. Ich versuche zumindest hier irgendwie durchzukommen. Aber ich komme nicht wirklich voran. So. Naja, dann müssen wir uns jetzt ja, wie wir von Yennefer gelernt haben, uns da vorne draufsetzen. Dann leg mal los. Ach Moment, ich wollte noch kurz diese Störung? Nee. Monsterschlechter hier. Da rennt jemand. Das könnte ja sein, dass es dieser Lito war, oder? Ich meine, wir haben den ja nach Kaer Morhen geschickt. Das wird sich auch noch rausstellen. Hast du das Boot alleine gebaut? Ja. Irgendwas das hast du gebaut. Abgesehen davon, dass mir das Wasser bis zu den Knöcheln steht, nichts. Heul nicht rum. Wir schaffen es schon über den See. Vorausgesetzt, dass wir nicht irgendwo gegenfahren. Ich sehe die Hand vor Augen nicht. Hm, dann kannst du ja nicht sonderlich weit gucken. Unter uns sind schon wieder irgendwelche Ertrunkenen am Start. Der Nebel ist so dicht wie du letzte Nacht. Sehr poetisch, Geralt. Oh, soll ich dir ein Gedicht vortragen? Mit Freuden. Lambert, Lambert, was ein Arsch. Nicht schlecht. Wieso haten die sich so ab, Alter? Eigentlich müsste Lambert jetzt anfangen rumzuhaten, weil wir seine scheiß Quest immer noch nicht gemacht haben. Wie aus dem Wind das Segel flattert. Sag einem Schneider nicht, wie man einen Knopf annäht. Oh, da drüben sind drei Bären. Fast da. Oh, oh, okay, dann schauen wir mal, was jetzt auf uns wartet. Bereit für die Höhlen? Einfach rein, oder was? Aber bevor wir reingehen... Erst ein Schlückchen Katze. Klar. Noch mehr schlaue Sprüche auf Lager? Leise gehen, sonst wächst du Speerspitze? Du bist zickiger als Jen. Ist Speerspitze immer noch hier? Wer ist Speerspitze, Mann? Ist Speerspitze immer noch da unten? Ja, ist er. Es sei denn, er hat uns einen Gefallen getan und ist verreckt. Er könnte jeden Moment hier sein. Wie geht der rein? Speerspitze ist ein tiefer Schläfer. Weckst du ihn, dann schläfst du tiefer. Na los. Ah, Hilfe! What the fuck? Hilfe! Hörst du das? Klingt wie ein Kind. Das Tal ist doch unbewohnt. Nur wir sind hier. Es muss eine Täuschung sein. Und wenn nicht? Das hört man doch schon, dass es eine Täuschung ist. Wir tun, was du willst. Wir sollten nachsehen, sicherheitshalber. Du hast bestimmt recht, gehen wir in die Höhle. Also, ich finde, es hört sich schon an wie eine Täuschung. Nee, komm, lass einfach in die Höhle gehen. Du hast bestimmt recht. Gehen wir direkt zur Höhle. Endlich etwas Vernunft. So, betritt die Höhle. Bin mal gespannt, was wir jetzt hier dadurch verpasst haben, dass wir da nicht hingegangen sind. Aber egal. Eigentlich können wir uns auch mal Katze einwerfen, wenn wir in so einer Höhle unterwegs sind. Waldkauz, Schwalbe, Katze. Hm. Wirklich viel mehr sieht man jetzt auch nicht, finde ich. Verdammt, zu hoch. Nicht, wenn ich dir helfe. Erinnerst du dich? War Teil der Prüfung. Ein Hexer ist ein einsamer Jäger. Aber selbst ein einsamer Jäger braucht ab und zu Hilfe. Wese mir. Bereit? Du Fettwanst! Hey, so fett bin ich jetzt auch nicht. Eins, zwei, drei. Du bist auch kein Leichtgewicht. Komm, gehen wir. Gut, dann schauen wir uns hier mal um. Wand wirkt nicht sehr stabil. Art vielleicht? Sicher.
um Speerspitze aufzuholen. So herumzutrampeln. Welche Wand? Entspann dich, bin bloß ausgerutscht. Was für eine Wand? Was für eine Wand hat er gemeint? Ich will, was ist dieser ominöse Speerspitze? Wer ist das oder was ist das? Was? Ich hab was im Auge. Ist wohl ein Splitter. Hoffentlich kein Spiegelsplitter. Das würde dich noch gemeiner machen. Haha. Okay, hier sind wieder ein paar Pilze am Start. Sag mal, Lampard, kommst du mir auch hinterher oder brauchst du dafür 100 Jahre? Oder wie schaut's aus? Und jetzt? Hier lang, oder was? Puh, hier stinkt's nach Moder. Was hast du erwartet? Veilchenduft? Ach, wie flauschig und fein es da schläft. Man wünscht, der Moment möge nie aufhören. Was ist das? Das ist Speerspitze, aber was ist das? Das ist ein Riese. Oder wie? Anscheinend, ne? Schauen wir mal, was haben wir hier in dem Licht? Wieder ein paar Skelette mit Geld. Und hier? Nur ein bisschen Loot. Da hinten ist auch noch eine Kiste. Ach, was mir gerade einfällt, wir haben doch vor ein paar Folgen so ein Schwert gekriegt. Das ist schlechter. Schicksal oder so hieß das doch. Schicksal, da. Das ist ja tatsächlich besser als unseres. 8 Agni, 8 Axi, 10 Chance auf Taumeln. Und wir können noch 3 Dinger reintun. Das ist doch dann direkt gebucht. So, dann brauchen wir noch 3. Wir können jetzt hier mal was anderes reintun. Chance auf Taumeln, Chance auf Verbrennen. Sollen wir das mal mit reintun? 6%ige Chance auf Verbrennen. Wir könnten auch Zeichenidentität erhöhen. Um 2%. Um mehr sogar eigentlich. Chance auf Betäuben, 5%. Komm, lass mal Chance auf Betäuben mit reintun. Und dann 2x Chance auf Verbrennen. Oder was anderes. Vergiften, Rüstungsdurchbohrung. Ne, Rüstungsdurchbohrung nicht. 5% Chance auf Verbrennen. Und dann machen wir noch... Lass einfach noch 3% Zeichenintensität machen. Alles klar. Oh, da liegt ja dieser Typ. Ja, eben, ich will den ja aber. Ich komm auch so. Boah, alter Falter. Ja, genau. Alter, was zur Hölle? Ach, das ist ein Zyklop, oder? Wow, Alter, okay. Geil, er hat eigentlich keine Leben mehr. Okay, Monster, Monsterherz, bla bla blub. Und wieso wolltest du gegen den nicht? Wirst du es überleben? Hm, denke schon. Verschwinden wir von hier. Warte. Das ist für Voltaire, du Hurensohn. Voltaire? Wer ist Voltaire, Mann? Voltaire? Wer ist das? Schon vergessen? Kleiner Kerl, Narbe auf der Wange. Genau da. Oh, jetzt erinnere ich mich. Ja, mehr können wir nicht tun. Hat es nie hier rausgeschafft. Hm. Gehen wir. Okay, wir müssen anscheinend hier hoch. Es war doch schön, haben wir den halt mit Blatt gemacht, den Kollegen. So, und jetzt? Schön, wieder draußen zu sein. Mhm. Es wartet noch mehr Ärger. Die Trolle?
Auf die wartet Ärger, nicht auf uns. Da stimme ich dir zu. Ich werde lieber vorsichtig? Nee. Keine Ahnung, wen du damit beeindrucken willst, aber die harte Tour zieht bei mir nicht. Musst du gerade sagen. Besemir hat mir von deinem Job für diese Nilfgaarde in Velen erzählt. Was? Was? Was machst du da? Ich töte Monster. Ich bitte dich. Ist mir so rausgerutscht. Komm schon. Ich bin halt ein taffer Dude, Mann. Was willst du dagegen tun? Da laufen wir noch 1,5 Minuten mit Katze rum oder nehmen wir den Trank? Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Ah, ein Ort der Macht. Nice. Da haben wir doch gleich mal wieder einen neuen Fertigkeitspunkt. Wo pumpen wir den jetzt rein? Ja, machen wir das hier auch noch voll hier. Dass wir den Adrenalinverlust verringern. Hilft uns ja auch was. So. Okay, 1 Minute halten wir es noch aus, oder? Mit Katze. Danach verschwindet es ja. Siehst du, wie er seinen Schwanz einzieht? Ich glaube eher, dass er uns in eine Falle lockt. Ist ungewöhnlich für einen Troll. Hexase. Hexase, nicht gehen weiter. Halt. Halt. Dieser Berg sei ein Trollsenberg. Trollenberg. Ja. Dieses sei ein Trollenberg. Du redest mit diesen Idioten. Wir wollen nur zum Kreis, aus dem Weg oder ihr bereut es. Nee, wir wollen nur zum Kreis. Bleibt ruhig. Wir wollen nur zum Kreis. Hexer sind eins sagen, aber zwei tun. Manchmal tun auch drei. Bitte was? Ah, genug. Aus dem Weg, Dummbeutel. Oder ich zermalme euch. Verstanden? Da wär's dann einfach locker geblieben. Wir hätten die locker einfach. Das haben sie verstanden. Gut gemacht. Lauf zur Höhle, bevor sie uns steinigen. Wir hätten es locker und einfach mit denen einfach reden können. Aber du wolltest ja unbedingt denen jetzt hier so. Okay. Kommst du, Lampert, oder brauchst du dafür noch länger? Du brauchst dafür anscheinend wie immer länger. Hey Leute. Hä? Was geht mit euch ab? Steine werfen wir. Ihr nicht gehen mehr. Hexer sind verstanden. Wir verstanden. Wir müssen immer noch zum Kreis der Elemente. Hören, wir müssen. Trolls nicht gehen zur Burg von Hexessen. Steine da, viele. Schöne Steine. Macht dir die Unterhaltung Spaß? Sie bringt uns nämlich nichts. Stimmt, genug. Ja, lass mich doch einfach reden, ich mach lass das schon. Lass mich reden. Du verstehst genauso viel vom Verhandeln wie die von Grammatik. Wir wollen euch nicht wehtun. Wir wollen auch eure Steine nicht anfassen. Lasst uns einfach durch. Troll werfen Stein. Hexen nicht hauen zurück. Nur Brabbel, Brabbel. Hexe, gut. Dumm Troll, du. Hexer sind Monster töten. Trollsen sein Monsters. Ja, wahre Sache. Wir machen so. Ihr lassen scharf Prügelstock da, dann ihr gehen. Nein sagen, wir kaputt hauen. Was sollen wir da lassen? Den scharfen Prügelstock, unsere Schwerter? Nein? Sicher nicht. Keine Chance. Ein Hexer ohne Schwert ist wie ein Hexer ohne Arm. Besser kein Arm als kein Kopf. Habt ihr jetzt echt Pech gehabt, Leute. Ich wollte euch helfen. Ich hätte mit euch verhandelt. Seid ihr selber schuld. Oh,
hättet leben können, Leute. Ihr hättet wahrlich leben können. So, Katze klingt jetzt auch ab. Dann sehen wir endlich mal wieder vernünftig. Ich hätte natürlich auch den Trank nehmen können, um wieder klar zu sehen, aber es war ja eh nur eine Minute, deswegen kann man auch damit leben. Na, Lambert, war das jetzt eine Genugtuung für dich, dass wir die noch... Nur noch ein paar Schritte und wir sind da. Sag mal, wie schnell bist denn du Blatt, da Alter? Da schnauft jemand aber ganz schön. Bist wohl nicht mehr in Form. Nee, nur verkatert. Hast du dir wieder mit Eskel die Kante gegeben? Nein. Ganz allein. Was? Was zur Hölle ist mit dir los, Junge? Hast dir einfach in Kaer-Morhen alleine reingehockt und hast dir die Kante gegeben. Alles klar. Endlich. Geschafft. Was du nicht sagst. Mann. Sieht toll aus. Und das aus deinem Mund genießen wir später. Ja eben, dass du sowas sagst. Sogar dir ist's aufgefallen. Geralt, wofür hältst du mich? Mal nachdenken. Eine Meckertante? Ha, klar. Spar dir deine Komplimente für später. An die Arbeit. Weißt du noch, wie dieser Kreis funktioniert? Ist schon eine Weile her, dass ich mein Medaillon hier aktiviert habe. Alles gut, alter Mann. Brauchst dich nicht zu entschuldigen. Zünde die Fackeln an und leg das Phylakterium auf den Altar. Ich mache den Rest. Leg das Phylakterium auf den Altar. So. Wie ging das nochmal? Wasser, dann die Erde, dann Luft. Geralt? 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 Ich will die Fackel anmachen, Herrgott. Kann man die auch beide einfach auf einen Streicher machen? Also. Alles klar. Das Phylakterium ist an seinem Platz. Jetzt müssen wir warten. Die Fiole absorbiert die Kraft der Elemente. Und wir gönnen uns eine Verschnaufpause. Okay, wenn du das sagst. Also, wie bist du nach der Prüfung des Medaillons mit den Trollen fertig geworden? Mal überlegen. Ah ja, mit Axi. Ich musste aber nur an einem Troll vorbeikommen. Die anderen beiden waren beschäftigt. Ja, Axi. Sehr nützlich. Hat mir erst neulich mein Leben gerettet. Nützlich, aber gefährlich. Axi hat dein Leben gerettet? Wie? Ja, das ist echt nützlich, aber gefährlich. So oft, ja, wie ich schon Axi aufgelaufen ist bin. Nützlich und gefährlich. Warum sagst du sowas? Es verleitet einem zum Missbrauch. Erzwinge einen niedrigeren Preis, lass einen arroganten Adligen Brackwasser trinken, bring jemandem Respekt bei. Dem kann man schwer widerstehen. Das stimmt. Aber das Leben ist zu kurz. Sag mal, warst du schon immer so ein zynischer Bastard? Nein. Ich war bezaubernd, bevor mich Wesemir nach Kaer-Morhen gebracht hat. Hast du so sehr ein Hexer zu sein? Da mussten wir alle durch. Ja eben, Max, was ist los mit dir, Mann? Du denkst, es ist so schlimm, ein Hexer zu sein? Ich hätte noch jemand Schlimmeres werden können. Leider hatte ich keine Wahl. Es war unser Schicksal. Schicksal? Ich erzähl dir mal was von Schicksal. Mein Vater war ein Säufer. Hat sich einen hinter die Binde gekippt, dann mich und meine Mutter blutig geprügelt. Wir haben jede Nacht um seinen Tod gebetet. Eines Tages wurden unsere Gebete fast erhört. Vater hat sich auf dem Heimweg von der Taverne verlaufen. Ist direkt in ein Neckarnest gelaufen. Doch ein Hexer hat ihm geholfen. Weißt du, was er im Gegenzug wollte? Bring mir das Erste, was du zu Hause siehst. Mein Leben für das Leben dieses Arsches. Ich sage, fick dich, Schicksal. Das ist echt hart. Es tut mir leid. Das wusste ich nicht. Tut mir leid. Falls du dich nochmal wunderst, warum ich so verbittert bin, jetzt weißt du's. Na schön, genug gejammert. Verschwinden wir von hier. Ja, auf zurück zur Festung. Gut, gehen wir zurück. Nach dir, mein Herr. Okay, dann haben wir ja die erste Aufgabe schon mal... Oh, wir sind tatsächlich jetzt wieder direkt hier hinten. Dann haben wir die erste Aufgabe ja schon erfüllt. Eigentlich könnten wir dann noch direkt die von Eskel hier machen. Dann
Machen wir doch das als allerletztes, nämlich zu... Das müssen Eskels Spuren sein. Sonst hat in letzter Zeit niemand die Festung verlassen. Dann machen wir es wirklich als letztes zu Yennefer zu gehen, weil es ist, denke ich, auch besser so rum. Wenn man mal drüber nachdenkt. Weil dann haben wir die Aufgaben, die Yennefer erwartet hat, schon abgehakt. Und können dann direkt Yennefer, denke ich, helfen. Aber sehen wir mal, wir müssen jetzt erstmal den Spuren folgen. Ich weiß ja nicht, sollte ich vielleicht nicht laufen, sondern reiten? Ich frage mich gerade nochmal, wer war nochmal Eskel? Wie schaut der nochmal aus, der gute Mann? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht. Aber gut. Ich glaube, wir können, wenn der geritten ist, dann können wir auch reiten. Ich rufe jetzt einfach mal Plötze her. Und dann folgen wir mal den Spuren. Und dann, wie weit ist der denn rausgeritten? Ah, hier ist er links. Hier durch. Dann hier lang. Ah, da oben ist ein Pferd. Mach langsam. Dann lasse ich mal mein Pferd hier stehen. Dann finden wir mal raus, was der Eskel hier so treibt. Das ist sein Pferd. Wie hieß es noch? Skorpion. Schönes Tier. Schaut wirklich gut aus. Schwarzes Pferd, sehr nice. Skorpion. Untersuche den Bereich um Eskels Pferd mit Hilfe deiner Hexersinne auf Spuren. Fußspuren und Hufspuren. Eine Ziege. Interessant. Okay. Dann folgen wir mal den Spuren. Felsen. Wo geht's denn hier? Hier ist eine Station. Toll. Ich könnte der Nase nachgehen. Eskel kann ich nicht riechen, aber die Ziege. Muss nur eine Geruchsprobe finden. Eine Geruchsprobe der Ziege. Haben wir hier was? Rindenstückchen. Offenbar hat Eskels Ziege sich am Baum gescheuert. Ein Knäuel Ziege. Was hat er mit einer Ziege vor? Es stinkt. Okay, haben wir jetzt eine Duftspur? Ja, wir haben eine Duftspur. Okay, dann können wir ja der folgen.